Man muss nur mögen, was man tut. Am Ende des Tages muss man nach Hause gehen und sagen, war ein scheiß stressiger Tag, aber mein Gott, was habe ich Geiles geschafft. Ach so, halt, ich darf die nicht, ich bin schon voll. Ja. Oh no. Biatsch, komm her. Ja, oder hau ab. Kollege. Oh Gott, ich kann mich doch nicht mit allen hier anlegen. Das wird doch nix. Ich mach mal kurz die Biege. Und tschüss. So. Ja, da braucht er gar nicht so gucken. Ihr kriegt mich nicht. Ich verschwinde nämlich. Oh, das ist aber ein dünner Baum. Da würde mich mal interessieren. Wie viele Schläge brauche ich hier? Eins. Zwei. Hallo. Eins. Ich treffe den nicht mal. Kann man den überhaupt fällen hier? Das sieht mir nicht so aus, als ob das fällbar wäre, das Ding. So, sind die... Ja, da vorne rennen sie weg. Das ist sehr löblich. Dann hole ich jetzt noch die Ladung Stämme, verschwinde, baue die ein und dann ist wahrscheinlich auch schon wieder Schlafenszeit. Hallo. Achso, C, nicht E. Wunderbar. Und in diese Richtung. Eieiei. Ich hoffe, dass das mit dem Speichern klappt. Ohne Scheiß. Und ich bin auch mal gespannt, weil die haben ja da irgendwie so ein Server-Feature geaddet jetzt, bei welchem man einen eigenen dedizierten Server aufsetzen kann. Aber das habe ich dann, kam eine Meldung später irgendwie, dass das irgendwie nicht sichtbar ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ob das Auswirkungen jetzt auf das aktuelle Safe Game hier hat, ob ich einen dedizierten Server machen muss. Ich hoffe nicht, also gerade geht es ja auch ohne dedizierten, also ich habe das standardmäßig halt Peer-to-Peer-mäßig gemacht. Auf meinem Rechner läuft Server als auch Client und Draxa kann sich dann hoffentlich das nächste Mal auch wieder so connecten. Achso, wir brauchen keine Sticks mehr hier oder was? Hier auch nicht. Okay, geil, dann können wir endlich mal Zaun weiterbauen. Und die Sonne, naja, sie steht doch noch relativ weit oben, dann kann ich auch noch, dann kann ich auch tatsächlich noch eine Ladung Loks holen. Und die Sticks, pass mal auf. Machen wir mal hier rein. Und jetzt bräuchten wir die Eingeborenen wegen der Schädel, ne? Die hätten wir eigentlich, stimmt, wir hätten die ja stückeln können, verdammt, vorhin. Ei, wieder nicht aufgepasst. Wieder nicht mitgedacht, Mann. Das ist fertig. Das ist fertig. Jetzt habe ich keine mehr. Okay. Jetzt brauchen wir noch tatsächlich die ganzen Schädel. Da müssen wir aber, glaube ich, die ausgekochten Schädel nehmen, ne? Da gehen nicht die einfach weggeschlagenen. Weil ja, genau, wir brauchen hier Skulls und keine Köpfe. Ja, ja, da 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 da. Es hört sich an, als würde hier ein übelst langsamer Zug vorbeifahren oder so. So, den Loch ein bisschen auf die Seite geschoben. Den Loch ein bisschen auf die Seite geschoben. Rumgelurcht sozusagen. Lizard, Lizard, Lizard. Lizard, Lizard, Lizard. Rabbit, Rabbit, Rabbit. Ist echt nicht einfach, das so schnell zu sagen. Rabbit, Rabbit, Rabbit. Oh, schon voll. Nee, noch nicht voll. Aber der hat doch gerade nur ein Loch reingelegt, oder? Oder habe ich da was übersehen? So, jetzt ist voll. Wunderbar. Dann...
Halt, Stickies. Stickety Sticks. So, da ist ein Zweier. Da ist noch ein Zweier. Da ist noch ein Zweier. Hey, nehmen wir den mit. Wir haben jetzt 11, das heißt, ich brauche noch einen Neuner. Jetzt brauchen wir noch einen Achter. Da ist noch ein Zweier. So, noch 6 Stück. Noch 4 Stück. Noch 2, noch einen. Naja, komm. Hau um das Ding. So, Sticks ist voll. Hier wird's schattig. Dann Loks schnappen und zurück. Loks reinklopfen, Sticks reinklopfen, schlafen. Guter Plan, oder? Guter Plan. Ja, doch. Eieieiei. Nicht viel geschafft bis jetzt. Was? Bestimmt ein Baumstumpf, ja. Nicht viel geschafft bis jetzt, aber immerhin festgestellt, dass das Hausboot weg ist. Wir haben das Häuschen in der alten Basis umgenutzt, weggemacht, die Treppe weggemacht, ein paar Sachen, die ganzen Knochen geholt und jetzt hier schon angefangen, ein bisschen weiter zu bauen. Ist ja gar nicht mal so ungeil. Gar nicht mal so ungeil. So, jetzt, ich klopfe hier gleich mal Sticks rein. Wenn wir denn schon mal hier sind, muss man das ja mal auch schnell ausnutzen. So, keine mehr. Bitte was? Dein Ernst jetzt? Wie jetzt? Ich komme hier ja auch nicht mehr raus, ne? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Wieso? Muss ich mir jetzt hier in den Weg rausklopfen? Ja, da bricht der ganze Steg weg wahrscheinlich. Oh, wie uncool. Ich möchte eigentlich nur diesen einen Querbalken hier rausschlagen. Komm bei... Es geht, ja, ja, ja. Jetzt muss ich hier nur irgendwie... Nein! Nein! Es geht nicht. Könnte ich hier durchkommen? Hier könnte es vielleicht gehen. Hallo, hol mal einen Speer raus. Hier könnte es gehen. Hui, Glück gehabt. Ah, jetzt sind die ganzen... Hallo? Jetzt sind die ganzen Loks weg. Weißt du, die liegen jetzt da unten in diesem scheiß Lokkahn drin. Einen kann ich retten. Yippie-yay. Schweinebacke. Das ist so ein Mistkack. So ein mistiger Mist. Da muss ich jetzt mal gucken, wenn's... ich werde jetzt mal schlafen in der Nacht. Dann werde ich mal gucken, ob wir da jetzt runtertauchen können. Die einzelnen Loks aus dem Lokkahn rausholen, nach oben treiben lassen und dann wenigstens von oben nehmen können. Weißt du, wie ich meine, ja? Kommst du klar drauf? Können wir schon schlafen? Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Da ist es. Das müssen wir uns ja mal noch ein bisschen weiter runtersetzen, weil man es wirklich nur sieht, wenn man das Ding genau anschaut. Und wir können fast schlafen. Also es ist ja aber auch noch nicht ganz dunkel, ne? Es ist ja noch nicht ganz dunkel. Aber fast. So. Na. I'm so excited. Es passiert ständig irgendwie was Neues. Aber das war wirklich, das hatte ich jetzt noch nicht. Einfach so, plupp, nach unten durch und im Wasser. Schön. Da kommt mega Freude auf. So, jetzt ist es dunkel genug und wir können noch nicht schlafen, aber gleich. Gleich geht's. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren. Wer einmal schlafen will, der soll bitte mal kurz dranbleiben. Und dann ist es auch gleich soweit. Na komm. Na komm. Gleich schlägt's 12. Achtung. Und Gong. Sehr schön. Gute Nacht und guten Morgen. So, Essen, Trinken nicht vergessen natürlich. Und dann versuchen, die Loks zu retten. Ich
Ich meine, wäre jetzt nicht so dramatisch, ja. Wenn sie halt weg ist, ist nur ärgerlich. Was, take deine... Oh, der ist raw. Na, dann kann ich ihn natürlich nicht essen. Nein. Dann gehe ich den mal kurz aufhängen, den Lurch. So, da unten, da ist jetzt unser Loxlet. Na, toll. Das heißt, wir haben jetzt die Fahne immer unter uns.